wer ein ähnliches Vorhaben beabsichtigt, sei gesagt, dass dies ein unmögliches Unterfangen ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich bin Jibril und ich reagiere heute zu einem Video, welches heißt China will den Koran umschreiben. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wir starten jetzt mal direkt in das Video. Ich zähle wieder auf 3. 1, 2, 3, let's go. Euro-Islam, deutscher Islam und jetzt auch noch chinesischer Islam. China möchte den Koran laut einigen Medienberichten sozialistisch umschreiben, damit er den Werten der kommunistischen Partei entspricht. Ein weiterer Schlag gegen unsere uigurischen Geschwister und ein direkter Angriff auf den Islam. Und die chinesische Regierung ist nicht die einzige, die so ein Projekt begonnen hat. In der Geschichte gab es mehrere Versuche, die beabsichtigt haben, die Offenbarung Allahs zu fälschen. So heißt es bereits in der zweiten Sure des Korans im 79. Vers: Doch wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um dafür einen geringen Preis zu erlangen. Wehe ihnen also ob dessen, was ihre Hände geschrieben, und wehe ihnen ob dessen, was sie erworben haben. Und der Regierung Chinas und jedem anderen, der ein ähnliches Vorhaben beabsichtigt, sei gesagt, dass dies ein unmögliches Unterfangen ist. Da Allah Ta'ala im Koran sagt, wahrlich, wir selbst haben diese Ermahnung herabgesandt. Und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. So haben schon unlängst viele tyrannische Herrscher und Regierungen versucht, den Koran zu verbieten, zu verändern oder anderweitig von ihm abzuhalten. Begonnen haben hiermit die Quraysh von Mekka, die den Pilgern dazu rieten, während der Umkreisung der Kaaba die Finger in die Ohren zu stecken, damit sie die Rezitation des Korans durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht vernehmen. Und hierzu heißt es im Koran, die Ungläubigen sagten, hört diesem Koran nicht zu und redet störend dazwischen, auf dass ihr euch durchsetzt. Die Geschichte hat erwiesen, dass diese Maßnahmen der Feinde des gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinen Erfolg hatten. Erstaunlicher ist jedoch, dass es nicht einmal die Sowjetunion als ehemalige Weltmacht vermocht hat, mit ihrer rigorosen Vorgehensweise den Koran, den sie in weiten Teilen des Kaukasus und Zentralasiens verboten hat, aus den Herzen und Köpfen der Muslime zu verdrängen. Nein, ganz im Gegenteil. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden in kürzester Zeit Tausende von Moscheen und Koranschulen errichtet, die ein lebender Beweis dafür sind, dass wenn es eine Macht wagen sollte, sich mit dem Koran anzulegen, sie unumgänglich in die Knie gezwungen wird. So spricht der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah erhebt durch dieses Buch gewisse Völker und erniedrigt so manch ein anderes. Kein Werk der Welt gleicht dem Koran. Kein Werk wird so oft rezitiert wie der Koran. Und selbst wenn alle Manuskripte des Korans von heute auf morgen verschwinden würden und nur noch Fälschungen im Umlauf wären, so könnten alle muslimischen Gemeinden in allen Ländern der Welt sofort wieder den Koran in seinem Originalwortlaut aufschreiben und es würde keine großartige Zeit beanspruchen. Jeder muslimische Haushalt besitzt mindestens einen Koran. Es ist das meistrezitierte Werk der Welt. Jeden Tag rezitiert der Muslim mehrmals aus dem Koran. Jeder kann etwas davon auswendig. Es gibt kein Werk, das mehr Menschen auswendig aus dem Kopf wiedergeben können, als der Koran. Es gibt Millionen Menschen, die ihn komplett auswendig gelernt haben. In fast jeder Moscheegemeinde in Deutschland gibt es welche. Oftmals der Imam selber kann die Worte Allahs komplett auswendig aus dem Kopf wiedergeben, von der ersten bis zur 114. Sure des Korans. Deswegen pflegten die Kreuzfahrer stets über die Muslime zu sagen, sie tragen ihre Bibeln in ihren Brüsten. Es ist ein unmögliches Unterfangen, dieses Werk so nachhaltig zu fälschen, dass der Originalwortlaut verloren geht, weil wir Muslime dieses Buch in unserem Herzen und unserem Gedächtnis tragen. Die chinesische Regierung kann Milliarden ausgeben, sogar ihr ganzes Vermögen, doch werden sie nicht einen Buchstaben, einen einzigen Buchstaben dieses Buches nachhaltig verändern können. Der Koran antwortet ihnen wie folgt: Diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden ihn ausgeben, und hierauf wird es für sie eine gramvolle Reue sein. Hierauf werden sie besiegt werden und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden. Ähnliche Versuche gab es auch von anderen Regierungen. Gerade zu Beginn der Kolonialzeit in der islamischen Welt sind auch muslimische Regierungen rigoros vorgegangen, um das Islamverständnis ihrer Völker zu korrumpieren. Sie haben sich jedoch nicht immer dem Koran selbst zugewandt, sondern dem Schlüssel, der benötigt wird, um ein umfassendes Islamverständnis und ein umfassendes Verständnis des Korans zu erhalten. Die Sprache.
Atatürk hat beispielsweise die arabische Sprache verboten und sie aus dem Bildungsplan gestrichen. Wenn du die arabische Sprache verbietest, schränkst du das Islamverständnis natürlich sehr stark ein, denn der Koran auf Arabisch herabgesandt wurde und ohne die arabische Sprache du den Koran nie richtig begreifen kannst. Der Muslim wird nicht mehr in der Lage sein, das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können. Und das spielt dem Vorhaben der Regierungen, die Deutungshoheit des Islams innezuhaben und einen Islam zu kreieren, der ihnen zusagt, natürlich wunderbar in die Karten. Doch auch einige arabische Herrscher unserer Zeit haben jüngst ihren waghalsigen Kampf mit dem Koran und der Deutungshoheit des Islams aufgenommen. Der kürzlich verstorbene Präsident Tunesiens begründete die Gesetzesveränderung im Erbrecht Tunesiens, welche der islamischen Scharia widerspricht, mit der Aussage, wir haben nichts zu tun mit der Religion, dem Koran oder den koranischen Versen. Einige Monate nach dieser Gesetzesoffensive verstarb der Präsident Tunesiens und beendete somit seine unrühmliche Karriere mit der Anfeindung des Korans. Die chinesische, tunesische oder türkisch-laizistische Regierung unterscheidet sich jedoch nicht gänzlich von anderen Regierungen. Auch andere wollen die Lehren des Korans, die Lehren des Islams verfälschen. Sie machen es nicht so offenkundig wie die Regierung Chinas und sagen vielleicht nicht so direkt, wir wollen die Deutungshoheit über den Islam, wir wollen ihn gerne sozialistisch umschreiben und verbieten vielleicht auch nicht direkt die arabische Sprache. Deutschland beispielsweise schreibt zwar nicht den Koran um, aber setzt seit Jahren vieles daran, den Islam gemäß seinen ideologischen, kulturellen und politischen Vorstellungen anzupassen. Sie machen es subtiler, weniger auffällig, aber im Endeffekt geht es auf dasselbe hinaus. Kerber, der Generalsekretär von Seehofer, sprach von einem deutschen Islam. Die einen wollen den Koran kommunistisch umschreiben und die anderen wollen den Islam nur akzeptieren, wenn er ihrer liberal-säkularen Leitkultur entspreche. Zwei Seiten ein und derselben Medaille. Deswegen ruft man in Deutschland die Islamkonferenz ein. Man hofiert Menschen wie Bassam Tibi, die den Begriff des Euro-Islam prägen und damit Leuten wie Kerber, die einen deutschen Islam fordern, überhaupt erst die Tür geöffnet haben. Man hat Menschen wie Armin Laschet, Innenminister von NRW, der es wagt, den Imamen und den Moscheegemeinden ans Herz zu legen, dass sie den Familien doch erklären sollen, dass das Kopftuchtragen von Mädchen nichts mit dem Islam zu tun hätte. Ja, die deutsche Politik möchte sich eben nicht selbst die Hände schmutzig machen. Man möchte die Imame vorschicken und zusätzlich installiert man Lehrstühle der islamischen Theologie quer über die gesamte Bundesrepublik und besetzt diese mit Personen, die der eigenen Agenda dienlich sind und als freiwillige Dienstleister fungieren, indem sie beispielsweise der Agenda für ein Kopftuchverbot unter die Arme greifen oder mit Ansichten hervorpreschen, die es in 1400 Jahre langer islamischer Geschichte nicht gegeben hat. Stichwort Münster. Ja, das ist alles ein wenig durchdachter und schlechter zu durchschauen, als es in China oder bei Atatürk der Fall war. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Beide Regierungen, Deutschland und China, möchten die Deutungshoheit des Islams für sich beanspruchen. Die einen wollen, dass die muslimische Gemeinde in ihrem Land ihrer roten Leitkultur folgt und die anderen möchten, dass sich die Muslime der deutschen Leitkultur anpassen. Und die eben angeschnittenen Aspekte, wie unter anderem die Islamkonferenz und so weiter, sind nur einige Puzzleteile im Gesamtbild der Assimilationsagenda. Wir werden auf diese noch in weiteren Beiträgen detailliert eingehen. Und die Politik sollte sich bewusst sein, dass wir all diese Schritte sowohl im Inland als auch im Ausland äußerst genau beobachten, da die Deutungshoheit über den Islam nicht bei ihnen liegt. Allahs Wort und die Sunna seines Gesandten diktieren, wie wir den Islam zu verstehen haben. Es ist unsere einzigartige und systematische Rechtswissenschaft, die der Umma dazu verhilft, Texte des Islams auszulegen. Und wir beenden den Vortrag mit den Worten Allahs: Wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, bringe einen anderen Koran als diesen oder ändere ihn ab. Sag, es steht mir nicht zu, ihn von mir selbst aus abzuändern. Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird als Offenbarung. Gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Ja, ihr habt es gesehen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich möchte gerne was dazu sagen. Also wie ihr gerade gehört habt, will China den Koran umschreiben. Der Koran ist schön, so wie er ist. Der muss nicht verändert werden. Der kann, wie gesagt, auch nicht verändert werden. Er ist unverfälscht seit 1400 Jahren, seit über 1400 Jahren unverfälscht. Der Islam wäre die einzige Religion, sagen wir, wenn alle Bücher von einem auf den anderen Tag verschwinden würden, alle Religionsbücher. Der Islam
wäre die einzige Religion, der die komplette Religion von einem Tag auf den anderen wiederherstellen könnte. Wie ihr gemerkt habt, der Koran ist einfach gemacht worden für die Menschen. Es fehlt kein einziges Wort. Der Koran ist in deutlicher arabischer Sprache herabgesandt worden. Wenn jemand probieren würde, Mohammed sallallahu alaihi wasallam in den Dreck zu ziehen oder gar das Buch, den Koran oder Allah, dann würde er sich nur selber in den Dreck ziehen. Da kann ich euch auch ein Beispiel dazu machen. Stellt euch mal vor, ihr seht den Mond am Himmel, er leuchtet und ihr probiert den Mond anzuspucken. Jedoch, der Mond ist so weit entfernt, der Mond ist so weit von euch entfernt und er ist so prachtvoll. Erstens, ihr würdet den Mond nicht treffen und zweitens, würdet ihr euch nur selber anspucken. Wie gesagt, der Koran ist unverfälscht seit über 1400 Jahren. Und es wird auch immer so bleiben, bis zum jüngsten Tag. Es ist als Anleitung für alle Menschen herabgesandt worden. Ich habe die deutsche ungefähre Übersetzung, den ganzen Koran gelesen. Und deswegen empfehle ich jedem, das selber auch zu machen. Auch wenn es jemand den Koran liest. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist alles oberflächlich oder das ist so, das ist so. Schlussendlich sind das Allahs Worte. Das sind die Gesetze Allahs. Das heißt, du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wenn es regnet, dann kannst du nicht das Wetter ändern. Du kannst dich nur dementsprechend anziehen. Also es kann dir gefallen oder es kann dir nicht gefallen. Du kannst dich nur dementsprechend anziehen. Meine lieben Geschwister, das war's mit diesem Video. Wenn ihr Videos habt, zu denen ich reacten soll, dann bitte postet den Link doch in die Kommentare. Was ist eure Meinung dazu? Lasst ein Like da, teilt dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video, inshallah, wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.